Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf YouTube. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mein Name ist Matthias Eser. Ich bin Unternehmensberater für M&A-Transaktionen und als externer CFO für Wachstumsunternehmen tätig. Und ich möchte dir heute einige Insights geben, warum das Thema Financial Analysis, Financial Analytics dein Business, dein Wachstumsunternehmen auf ein komplett neues Fundament stellen wird und warum du mit den Inhalten aus unserer Dienstleistung CFO as a Service deine unternehmerische Entscheidungsfähigkeit maximal optimieren wirst. Bevor wir uns aber jetzt konkret wirklich in den Themenkomplex hineinstürzen, möchte ich dich um eine kleine Aufmerksamkeit bitten, nämlich einen Daumen nach oben für das Video und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann ein Abonnement für den Kanal, denn nur so kannst du selber sicherstellen, dass du keines dieser Inhalte dir komplett kostenfrei sind und wirklich mit sehr viel Recherche und Vorbereitungsaufwand verbunden sind, verpasst. Insofern, wenn du dir selber einen Gefallen tun willst, der Daumen nach oben, der tut dir zwar nichts, außer dass mehr Menschen von diesem Video erfahren werden, weil der Algorithmus das Video pusht natürlich und das Abonnement ganz egozentrisch aus deiner Perspektive heraus, damit du einfach nichts mehr verpasst, was auf diesem Kanal hier abgeht. Ich habe dir erzählt, wie mein Name ist, kurz zu meinem Werdegang. Ursprünglich habe ich mal Management und Recht am Management Center Innsbruck in Österreich studiert, war dann in unterschiedlichen Stationen im Investmentbanking bei zum Beispiel der Bank Austria, auch bekannt als Hypo-Vereinsbank in Deutschland, im Investmentbanking, Corporate und Investmentbanking tätig und zu guter Letzt auch noch bei der größten eigentümergeführten Privatbank in Deutschland, nämlich bei der Merkurbank KGaA, eine Rechtsform, die eher selten ist, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, aber auch natürlich auch irgendwo Bestandteil unserer Tätigkeit im Transaktionsgeschäft. Im Rahmen meiner Tätigkeit bei Banken, aber natürlich auch bei anderen dem Finanzdienstleistungssektor nahestehenden Berufsgruppen, also Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfung, aber auch Banking als solches, habe ich natürlich enorm viel gelernt und habe auch sehr viel darüber gelernt, wie Großunternehmen ihre Finanzen managen, wie wichtig die präzise Analyse vorhandener Finanzdaten ist, um für die Zukunft bessere finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Denn selbstverständlich ist das Treffen guter wirtschaftlicher Entscheidungen nicht, vor allem nicht, wenn das Unternehmen eine gewisse Dimension, eine gewisse Größenordnung annimmt. Ich habe es im Intro gesagt, wir sind als CFO für Wachstumsunternehmen tätig. Das heißt, die Unternehmen, die wir begleiten, haben eine gemeinschaftliche Eigenschaft, egal in welcher Branche und Nische sie zu verordnen sind, nämlich, dass sie fortwährend wachsen, dass also dem Snowball-Effekt, diesem Schneeball-Effekt, diese Kugel immer größer wird. Und je größer etwas wird, desto schwieriger wird es natürlich, aus dem Bauch heraus die Übersicht zu behalten. Und desto höher natürlich auch die Verantwortung, die für denjenigen mit einhergeht, der Entscheidungen trifft und sie letztlich wortwörtlich zu verantworten hat. Wenn du also Geschäftsführer oder Geschäftsführerin eines Wachstumsunternehmens bist und jeden Tag Entscheidungen treffen musst für eine Investition, gegen eine Investition, in diese Richtung, gegen jene Richtung, dann solltest du jetzt ganz besonders aufmerksam sein, denn deine Entscheidungen sind höchstwahrscheinlich nicht optimal und hindern dich und dein Unternehmen und damit deine komplette Belegschaft darin, das Maximale an Wachstumspotenzial zu entfalten. Finanzdaten haben eine Eigenschaft, nämlich dass sie wie Geschichte nie gleich sind, aber sie reimen sich. Das heißt, eine gewisse Replizierbarkeit, die gar nicht so niedrig ist, wird in deinen Finanzdaten auftreten. Das heißt, man kann mit Hilfe der richtigen Systeme und Modelle sogenannte Trends in deinen Finanzen erkennen und man kann Trends bereits sehr frühzeitig identifizieren, die zu späterem Zeitpunkt unter Umständen auch Probleme vermeiden können, aber nur dann, wenn man sie eben erkennt. Wenn du keine guten Analyse-Tools für das Thema Liquidität, für das Thema Eigenkapital, für das Thema Vermögen in deinem Unternehmen hast, dann beziehe ich mich jetzt erstens auf die Datenquellen natürlich deiner gesamten Transaktionen, deiner laufenden Buchhaltung mit der Auswertung in der BWA, also in der betriebswirtschaftlichen Auswertung, am Ende zusammenfließend in die G&V, in den Jahresabschluss deines Unternehmens. All das sind Themen, die sehr viel Analysegrundlage darstellen. Also jedes der einzelnen Bereiche, die ich jetzt benannt habe, von der Lohnbuchhaltung, die ich nicht genannt habe, die ja letztlich wieder in die BWA mit einfließt, hin zur BWA, zur Gewinn- und Verlustrechnung, kurz G&V, und zum Jahresabschluss und natürlich der Bilanzierung unterm Strich, sind
Elemente deines Unternehmens, wirtschaftliche Elemente, die sehr viel Analysepotenzial mitbringen. Aber wie immer ist es im Leben, Potenzial als solches ist relativ wertlos, wenn man es nicht ausschöpft. Und damit man dieses Potenzial explizit ausschöpft, muss man erstmal die Kenntnis über die eigene Unkenntnis erlangen. Das heißt, du musst dir erstmal klar werden, dass du mit all diesen Informationen etwas anfangen kannst. Wenn du nicht weißt, welches Gold in diesen Daten versteckt liegt, dann wirst du auch nicht danach suchen. Und was ich mit diesem Video tun möchte, dass du jetzt in dem Moment schaust, ich möchte dir einfach nur die Chance geben, einmal zu reflektieren und dir die Frage zu stellen, wenn ich regelmäßig so viele Daten von meinem Steuerberater bekomme, manchmal pünktlich, vermutlich eher unpünktlich, dann wird es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, mit diesen Daten zu arbeiten. Das ist wie Marketing. Marketing 2010, 12, 13, 14, 15 war ein anderes Marketing wie also Marketing im Jahr 2020, 2023, 2024 und jetzt die dann folgenden Jahre. Warum? Weil die Competitiveness, also die Konkurrenzbehaftung in der jeweiligen Nische, in der du tätig bist, einfach höher wird. Es gibt mehr Menschen, die um Werbeplätze buhlen. Es gibt mehr Menschen, mehr Unternehmen, die um die knappen finanziellen Ressourcen buhlen. Insbesondere in einem wirtschaftlichen Downturn, also in einer Rezession oder in einer zumindest der Rezession nahen Wirtschaftslage. In Deutschland sind wir definitiv meiner Meinung nach in einer Rezession, wenn man sauber berechnen würde. Selbiges gilt aber auch für Österreich und für den Großteil der Europäischen Union. Und deswegen solltest du dir die Frage stellen, nutze ich das Maximum aus? Und wenn ich heute bereits diesen Competitive Advantage nutzen könnte, den Marketer im Jahr 2020, 2023, 2024 und die folgenden Jahre jetzt schon haben und du könntest die Zeit zurückdrehen und das Ganze 2014, 15, 16 schon machen, stell dir vor, wie groß dein Konkurrenzvorteil gegenüber deinen schlimmsten Mitbewerbern wäre, nur weil du Tools an die Hand nimmst, die die anderen nicht benutzen, aufgrund mangelnder Kenntnis. Das heißt, dieses Video nimmt dir die letzte Ausrede zu sagen, naja, ich hätte es nicht gewusst, denn jetzt weißt du es, dass präzises Financial Modeling, präzise Finanzanalysen für auch kleinere Wachstumsunternehmen absolut möglich und erschwinglich sind. Aber jetzt endet eben diese Ausrede von wegen, ach, ich habe es ja überhaupt nicht gewusst, dass es geht. Jetzt weißt du es, jetzt liegt es an dir und in deiner Entscheidung und in deiner Verantwortung natürlich auch, diese Entscheidung für seriöse, nachhaltige und verantwortungsvolle Finanzentscheidungen zu treffen und auch zu übernehmen. Damit du dir etwas Konkreteres darunter vorstellen kannst, wie wir dir individuell helfen können, würde ich dir einen ganz konkreten Weg empfehlen, nämlich geh auf unsere Homepage www.esa.capital, so lautet die Domain, esa.capital, und dort buchst du dir ein kostenfreies Erstgespräch, du sprichst mit uns und im Rahmen dieses Gesprächs identifizieren wir, welche Bereiche bei dir besonders akut sind. Wir arbeiten in 5 verschiedenen Phasen, die eben der jeweiligen Situation angeglichen werden, und diese einzelnen Phasen konzentrieren sich allem voran auf die sogenannten Low-Hanging Fruits. Das heißt, wir identifizieren, was bei dir besonders akut ist, wo wir besonders schnell Maßnahmen ergreifen können, um deine individuelle Finanzsituation zu bessern, zu optimieren, um einfach ein neues Level für dich an wirtschaftlicher Entscheidungsfähigkeit, nicht den Glauben an einer wirtschaftlichen Entscheidungsfähigkeit, sondern wirklich eine datenbasierte Entscheidungsfähigkeit herzustellen und letztlich weniger Steuern natürlich zu bezahlen, mehr Liquidität zu erhalten, Förderungen in Anspruch zu nehmen, all die Themen, die eben damit einhergehen, ein wirtschaftlich solideres und von mehr Fundament gekennzeichnetes Unternehmen auf- und auszubauen und langfristig zu erhalten. Ich würde mich freuen, dich in Kürze bei einem unserer Gespräche begrüßen zu dürfen, selbstverständlich im Nachgang auch gerne als Mandant im Rahmen von CFO as a Service. Und bis zu diesem Gespräch wünsche ich dir erstmal viel Erfolg, gute Gedanken, die jetzt vielleicht auch abgeleitet aus diesem Video in deinen Kopf kommen. Und wie gesagt, ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen, auf das persönliche Gespräch in Bälde mit dir. Alles Liebe, dein Matthias. Ciao.